Hi Leute, ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Pascal wollte jetzt nicht mit ins Bild, weil er gesagt hat, er sieht nicht hübsch aus. Wieso wusste ich das? Es wird heute ein Durcheinander-Video geben. Ich war nämlich einmal bei Action, ein bisschen bei Teddy und ein klein wenig bei Müller. Und ich werde alle drei Läden zusammenschneiden und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Also Wollen Sie auch machst du was daraus sagen? einen Mix, Max? Ja, ich mache daraus einen Mix-Max. Viel Spaß! Ich habe jetzt bei Action einmal so eine Decke für Tiere entdeckt. Schwarz nehme ich jetzt nicht, das wäre ein bisschen blöd. Obwohl bei Rex seinen Haaren wäre das ein bisschen besser, dann würde man das nicht sehen. Aber braun würde besser zu der Einrichtung meiner Mutter passen. Egal, was ich eigentlich sagen wollte, die kosten hier nur 2,79 die Decken. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass ich hier eine für Rex mitnehmen werde. Und die ist auch super, 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 super weich. Und auch so mit Pfötchen drauf, finde ich mega süß. Nehmen wir mal mit. Ich habe bei dem Bilderrahmen was Interessantes gefunden. Und zwar einmal die hier. Und zwar ist das so ein Fotoalbum. Hier ist sogar eins offen. Da. Da könnt ihr halt Fotos reinmachen. Und ich finde das halt richtig, richtig, richtig schön. So mal was anderes, finde ich. Ich habe nur so einfache und die finde ich nicht schön. Und hier mit diesen roségoldenen Details hier. Ich habe jetzt noch gesehen, dass es das Ganze hier in so gibt. Mit so silbernen Details. Oder halt in Roségold. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, welches ich mitnehmen soll. Ein Fotoalbum kostet 1,36 Euro. Ich finde das hier ein bisschen besser. Aber zum Verschenken finde ich halt das irgendwie besser. Dann, ich nehme das hier. Für Rex muss jetzt auch ein bisschen was mit. Zum einen nehme ich ihm die da oben mit. Ich habe gedacht, ich finde die jetzt schon nicht. Die sind es nämlich nicht. Die hier waren das, die ich ihm das letzte Mal mitgenommen habe. Die kosten 1,99 Euro. Die sind jetzt auch schon bei ihm leer gegangen. Und dann gab es hier beim letzten Mal noch so eine Tüte mit solchen kleinen Schleifchen, aber ich sehe die jetzt gerade hier irgendwie nur in groß. Oder? Ah, hier, ich habe sie gefunden. Einmal die hier für 1,59 Euro. Das legen wir jetzt wieder zurück. Das brauchen wir nicht. Und dann nehme ich die nochmal mit. Für meine Mom nehme ich jetzt hier auch was mit. Und zwar hat sie mich gefragt, ob ich hier zwei von diesen Dingern da unten mitnehmen kann. Die hat sie nämlich im Garten irgendwo. Ich weiß jetzt nicht wo. Die hat an zwei Orten was, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wo was. Egal, auf jeden Fall meinte sie, ich soll jedoch bitte zwei von diesen Dingern hier mitnehmen. Die kosten 6,95 Euro das Stück. Und dann habe ich mir gedacht, nehme ich nochmal solche Kugeln hier mit. Die kosten die Kugel 3,99 €. Davon kommen dann auch nochmal drei Stück mit. Ich habe nämlich eine Idee, wo die hin könnten. Und zwar für vor die Tür. Genau. Ich glaube sogar, die haben viele verschiedene Farben. Also hier, oder was heißt viele verschiedene Farben? Vier verschiedene Farben? Keine Ahnung. Hier sind auf jeden Fall die kleineren. Ich bin hier gerade in dieser ganzen Beauty-Abteilung, Pflegeabteilung, wie auch immer. Und ich habe jetzt gerade diese Handschuhmaske gefunden und dachte mir, die wäre perfekt für meine Mutter. Die kostet auch nur 99 Cent. Die kosten sonst an die 3 Euro. Und ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Ja, nehme ich mal mit. Die haben hier so ein paar Kindersachen, richtig süß. Und zwar haben die so ein Kissen, hier so ein Panda-Kissen. So ein Bärkissen und ich glaube, was soll das sein? Ich glaube, eine Katze oder so. So richtig schöne Uhren fürs Kinderzimmer. Und dann halt sowas hier fürs Regal. So mit einem Löwen drauf. Und Uhren. Richtig niedlich. Ich bin jetzt hier bei den Kerzen und ich würde mal sagen, ich fange hier auch einmal an. Ich habe jetzt fast alle Kerzen hier durchgeschnuppert und ich wollte gerne Teelichter mitnehmen und habe mich jetzt einmal für die hier entschieden. Ich habe gerade kurz vergessen, welche ich nehmen wollte, weil es hier so viele gibt und viele auch in so einem rötlichen Ton. Auf jeden Fall, Wildkirsche riecht richtig, richtig, richtig lecker, kostet 1,99 Euro. Ich kriege nochmal Probe. Riecht wirklich sehr gut, die nehme ich dann auch mal mit. Ich habe so gestruggelt zwischen Orange und Wildkirsche, aber Orange riecht so ein kleines bisschen nach Toilette. Deswegen dachte ich, das passt ein bisschen mehr. Okay, mal schauen, ob ich jetzt hier fündig werde. Aber es sieht hier schon mal sehr gut aus. Wir haben hier 160 Gramm Papier, aber das ist so Creme. Ich wollte ja was versuchen wegen dem Budgetplaner, beziehungsweise meine ersten Sachen zu drucken. Sand. Junge, gibt es hier nicht einfach Weiß? Das ist aber 120 Gramm. Zu wenig. Oh Mann, das ist doch echt scheiße, ist das. Jetzt finde ich hier schon 160 Gramm, aber nicht in Weiß. Was haben wir hier sonst weiter noch? Hier haben wir 80 Gramm. 80 Gramm. Was haben wir hier? 100 Gramm, 90 Gramm, 80 Gramm,
100 Gramm, ey, das ist doch echt verflucht. Was ist das hier? Das ist buntes mit 160 Gramm. Ey, das kann es doch echt nicht sein. Leute, jetzt ernsthaft. Okay, ich bin hier sogar fündig geworden und zwar mit 180 Gramm und das ist weiß-weiß und das ist matt. Da kosten jetzt 20 Blätter 3,59 Euro. Ich werde die auf jeden Fall nicht auf Dauer hier kaufen, weil das ist einfach viel zu teuer. Aber um das jetzt zu Hause mal auszutesten, wie das aussieht, finde ich das eigentlich ganz gut. Deswegen nehme ich das jetzt mal mit. Ja. Ich hätte sonst mehr mitgenommen, aber wie gesagt, 3,59 Euro ist etwas teuer. Ich werde mal gucken, dass ich das dann mehr bekomme und günstiger bei Amazon. Weil desto teurer das Papier und desto teurer die Sachen, die ich dafür kaufe, desto teurer wird dann halt die Challenge an sich und das möchte ich nicht. Ich wollte hier einmal gerne was mitnehmen und zwar, falls ich finde, einmal Monopoly. Wir haben hier ja ganz, ganz viele Brettspiele. Ich hätte aber gerne schon das komplett einfache Monopoly, also nicht das mit der Karte oder sowas. Also wir haben hier einige. Ich habe jetzt das hier schon mal entdeckt. Monopoly Reise um die Welt. Irgendwo war gerade noch eins. Finde ich jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, ich sehe schon das, was ich haben wollte. Und zwar das hier ist sogar gerade für 29,99 Euro reduziert. Das wäre jetzt hier einmal das normale Monopoly-Spiel. Das habe ich tatsächlich auch schon bei meinen Eltern. Da fehlt aber leider schon eine Karte. Das ist aber nicht so schlimm. Ich habe mir jetzt gedacht, für zu Hause, fürs neue Zuhause kaufe ich einfach ein neues Spiel. Und ja, ich mag das sehr gerne. Das ist das einfache, simple Spiel ohne viel Schnickschnack und Tamtam. Ja, das nehmen wir mal mit. Wer kennt eigentlich noch dieses Katan-Spiel, wie auch immer? Das mochte ich sehr gerne in der Kindheit. Ich bin jetzt hier bei den ganzen Kulturtaschen und ich habe gedacht, dass ich eine neue Kulturtasche mitnehmen könnte, aber nicht für mich, sondern für meine Mutter. Denn die meiner Mutter sieht schon echt schrecklich aus. Also wirklich geglitten. Die hat meine komplett alte von vor 20 Jahren gefühlt noch. Genau, jetzt sowas wollte ich jetzt nicht holen. Ich bin gerade überlegen, ob ich einmal die mitnehme. Die würde 8,99 Euro kosten. Oder einmal die hier. Was die kostet, kann ich euch nicht sagen, weil da kein Preis dran ist. Aber ich finde beide wirklich sehr schick und ich glaube, das würde meiner Mutter eher gefallen. Wir haben hier zum Beispiel noch so eine. So eine gräuliche, aber ja, weiß ich nicht. Okay, so was Kleines. Das sieht mir so federtaschenartig aus. Nö, ich nehme das hier mit. Aber wie gesagt, Preis kann ich euch nicht sagen, weil Drifting ist ab. Da unten ist aber irgendwas nicht. Ist nicht. Ja, dann das hier. Da ich ja in meiner Wohnung eine Badewanne habe und die ja jetzt auch nutzen kann, weil bei meinen Eltern, ja, meine Mama muss Wasser selbst bezahlen, in der Wohnung nicht, da wird das halt aufgeteilt. Dementsprechend ist es egal, ob ich mehr Wasser oder weniger Wasser benutze. Und ja, dann nehme ich jetzt einmal was mit. Ich habe irgendwie richtig Bock wieder zu baden. Ich nehme einmal das hier mit. Eine Portion Freude, Buttermilch, Zitrone. Ich mag solche winterlichen Düfte irgendwie gar nicht. Davon wird mir schwindelig und so schwere Düfte kann ich gar nicht ab. Und der hat mich jetzt gerade so angelacht. Deswegen nehme ich das mit für 95 Cent. Musste gerade stoppen, da war nämlich jemand und ich war im Weg. Das Ganze gibt es ja auch von Tracklemoon für 95 Cent in Lemon Buttermilk Duft. Hier haben wir zum Beispiel weiße Traube Pfirsich, aber nee, ich bleib bei dem von TTZ. Ich nehme jetzt sowas fürs Zahnfeld mit, aber ich werde es nicht fürs Zahnfeld benutzen. Und zwar einmal so ein Zahnfeldschaber. Aber wie gesagt, ich werde es nicht für mein Zahnfeld benutzen, weil ja, mit diesen Dingern könnt ihr euch sehr, sehr schnell euer Zahnfeld zerkratzen. Also da gibt es wirklich viele, viele, viele andere Optionen und die besser sind. Naja, ich benutze die Dinger sehr gerne zum Beispiel für Fliesen, weil bei uns oft die Fliesen, wenn da irgendwas runtertropft, keine Ahnung, und es ist steinhart und dann mit den Fingernägeln herumkratzen, habe ich nicht wirklich Bock. Und hier geht das halt wirklich schnell, zum Beispiel, wenn ihr, angenommen, Käse. Ich mache Sandwich mit Käsetropfen, tropft runter und dann ist das halt hart und dann kein Bock abzukratzen. Und da sind die halt wirklich sehr gut. Ich habe die damals auch zweckentfremdet. Jetzt muss ich gerade noch gucken, welchen ich nehme, links oder rechts. Der kostet 3,95 und der kostet 1,99. Ist für mich kein großer Unterschied, deswegen nehme ich einmal den mit. Die haben hier so richtig schöne Sachen. Ich versuche, euch das hier irgendwie abzufilmen. Es kann sein aber, dass ich hier stoppe, weil ich hier direkt am Mitarbeitereingang bin. Zum Beispiel haben wir hier haben Anker oder sowas. Keine Ahnung. Du und ich. Ich und du haben wir hier. Schön, dass es dich gibt. Solche Söckchen hier. Weltbeste Mama, weltbester Papa. Hier zum Beispiel so ein Grillanhänger. Ja. Hier zum Beispiel, da steht was drauf. Für dich. Damit du weißt, dass ich immer an dich denke. Wo warst du? Hier warst du. Hier zum Beispiel auch so süße Söckchen. Hier so Untersetzer. Alles Gute zum Beispiel. Anti-Stress-Getränk. Heldin des Alltags und so weiter und so fort. Du bist einer der Guten. Kräutergarten. Ja, so Schnapsgläser hier. Werkzeugkiste. Ja, ganz viele Anhänger, ganz viele Tassen mit so Sprüchen. Du bist mein Lieblingsgedanke.
Dann hier so Gläser. Also die haben hier wirklich unglaublich viel. Also ein richtig großes Sortiment. Gerade perfekt für Valentinstag, finde ich. Wie schön, dass es uns gibt. Das Ganze gibt es zum Beispiel auch als Sekt. Und was ich sehr toll finde, hier gibt es sogar solche einzelnen Taschentücher, damit du weißt, dass ich immer an dich denke. Richtig, richtig niedlich. Ja, und da unten natürlich auch solche Kissen könnte man auch sehr gut verschenken. Da. Ja, und dann halt zum Beispiel noch so Anhänger für Kinder oder so. Für den ersten Schlüssel oder sowas. Ich bin jetzt doch nochmal hier dran vorbeigelaufen. Obwohl ich eigentlich nichts mehr brauche, nehme ich doch nochmal Stifte mit. Weil wenn man einen Budgetplaner hat, dann liegt man einfach Stifte, weil man damit mehr und mehr ausmalen kann. Ja, ich habe jetzt die hier entdeckt, die finde ich relativ günstig, 1,89 €. Und die haben hier halt so Neonfarben, einmal grün, pink, orange und gelb. Und ich finde die wirklich sehr, sehr schick und auch noch so Mini-Dinger. Kann man für unterwegs sehr gut mitnehmen. Und ja, die nehme ich mal mit. Und ich finde gerade irgendwie diesen Textmarker in Lila so schön. Ich habe noch keinen lila Textmarker. Boah, der ist schön. Alle Farben, alle anderen Farben kennt man ja. Okay, vielleicht dieses Türkis nicht ganz, aber dieses Lila nehme ich jetzt auch mal mit. Das kostet 1,35 €. Ich habe mir jetzt hier gerade Nagellack weggenommen. Ich glaube, der kostet 1,59 € oder sowas. Ich konnte leider jetzt nicht am Regal filmen, da deine Mitarbeiterin ist. Aber genau, ich mag eigentlich die Essence-Nagellacke so gar nicht, also wirklich so gar nicht. Aber ich habe an meinem Auto so ein, zwei kleine Stellen und zwei Dätscher, wo es sich aber einfach nicht mehr lohnt, das lackieren zu lassen. Deswegen hoffe ich jetzt einfach so, dass Nagellack, diese beiden Pünktchen, die da sind, halt einfach so ein bisschen kaschiert. Ja, irgendwann lohnt sich das bei einem Auto nicht mehr, das ganze Ding zu lackieren, weil der teurer ist, als das der Wert vom Auto. Und Steinschläge kann man halt einfach nicht verhindern. Deswegen, ja, das sind zwei kleine Punkte, die kriege ich damit bestimmt auch weg. Schauen wir hier, wir haben hier so richtig süße Tuchmasken. Hier mit so einem süßen Bär drauf. Da unten haben wir sogar noch so ein bisschen was Weihnachtliches. Oder so ein paar Tannenbäume, so, wie nennt man das? Augenpads, Tannenbaummäßig, also weihnachtenmäßig noch. Ja, hier spricht mich aber dieses Mal wirklich gar nichts an, deswegen lasse ich das hier mal an der Stelle sein. Aber Tuchmaske mit dem Bären drauf sieht doch süß aus. Ich habe jetzt hier auch das ein oder andere gefunden, beziehungsweise ja, das eine. Und zwar habe ich einmal diese hier gefunden. Das sind halt so Nagelfeilen, die man benutzt und dann kann man die wegschmeißen. Ich benutze sie halt immer vorne und hinten und dann schmeiße ich die Nagelfeile weg, weil ich es halt unhygienisch finde, jedes Mal 50.000 Mal ein und dieselbe Nagelfeile zu benutzen. Habe ich früher sehr oft gemacht. Mache ich nicht mehr, keine Ahnung. Habe ich mich irgendwie so umgewöhnt. Jeder, wie er mag, ich mache das nicht. Kostet auch nur 1,49 €. Und ich nehme da direkt zwei Packungen mit. Für meine Mutter nämlich auch. Auch für mein Baby. Ich bin jetzt hier nochmal in Teddy. Ich war ja gerade beim Arzt und habe gedacht, ich laufe hier noch einmal kurz rein. Ich wollte jetzt ein bisschen was nachkaufen. Ich habe nämlich von zu Hause aus vieles mit nach Hause genommen, also mit nach Neuss genommen. Und das fehlt mir jetzt einfach bei meiner Mutter. Ist mir gestern schon aufgefallen und das stört mich so ein kleines bisschen. Zum einen nehme ich solche Haftnotizen mit, in so Herzchenform für 1 €. Dann nochmal solche Klebeetiketten, die brauche ich wirklich immer. Auch nochmal für 1 €. Und da ich meine ganze Federtasche mitgenommen habe, brauche ich auch nochmal ein paar neue Stifte. Also zum einen nehme ich solche schönen Textmarker mit, die kosten auch nur 1 €. Was haben wir hier? Okay, nee, ich glaube nicht. Wir haben hier auch solche Mini-Textmarker, aber jetzt lasse ich auch. Ich gucke mal weiter, was ich hier noch so Schönes finde. Okay, mehr habe ich jetzt soweit nicht gefunden. Ich wollte eigentlich noch einen Kugelschreiber mitnehmen, aber den ich wollte, den gibt es hier nicht. Weil meiner ist wie vom Nichts verschwunden. Da gibt man schon einmal 6 € für einen Kugelschreiber aus und der ist weg. Aber ich nehme, glaube ich, doch, ich nehme nochmal solche Fineliner mit. Die kosten 3 € von der Marke Einhorn oder sowas in solchen Pastelltönen. Finde ich ganz schick, die habe ich so ähnlich auch schon. Die kommen dann auch nochmal mit. Ich habe ja meinen kleinen Pupsknoten wirklich sehr, sehr, sehr vermisst. Und ich bin jetzt gerade hier so in der Hunde- und Katzenabteilung, würde ich mal stark behaupten. Ich habe jetzt den hier gefunden, auch noch in so einer richtig schönen lilanen Farbe. Und der macht auch Geräusche. Und Rex liebt ja alles, was Geräusche macht. Und der kostet 2 €. Den nehme ich einmal Rex mit. Okay, war jetzt nicht geplant. Aber ich habe jetzt hier in der Ecke was gefunden. Und zwar einmal das hier. Das kostet 5 €. Und ich fand das jetzt für Rex ganz cool. Und zwar in den Garten so. Wir haben nämlich draußen nichts. Meine Mama hat sonst immer so eine alte Schale genommen und hier, das ist perfekt. So ist halt noch mit Schutz so an den Seiten, damit der Boden auch schön bleibt und man den nicht zerkratzt. Ja, fand ich halt ganz cool. Okay, Rex liebt es eigentlich aus Pfützen zu trinken und so ein Krams. Aber ich habe mir jetzt so gedacht, für draußen, für die Terrasse,
ganz cool. Kostet zwar 5 Euro, nicht gerade günstig, aber ich finde es okay. Das nehme ich dann auch nochmal mit. Och nein, ist das niedlich. Das habe ich gerade auch auf spontan entdeckt. Und zwar ist das ein Liebesschloss. Oh, mit dem Schlüssel zum Herzen. Und ich kenne sogar jemanden, der graviert, also der so eine Gravur macht. Das finde ich richtig cool. Ich habe für Valentinstag immer noch nichts für Pascal, aber das finde ich ja schon mal irgendwie ein Ansatz. Und das nehmen wir jetzt mal mit. Hier kaufe ich normalerweise eigentlich sehr, sehr wenig bis selten was. Aber da ich ja jetzt meine eigene Küche habe, bin ich wieder für Dosen und so ein Krams offen, wie immer. Ich habe jetzt einmal das hier entdeckt. Das kostet 5 Euro. Aber das ist richtig cool. Und zwar ist das richtig toll zum Mixen. Ihr könnt nämlich hier zum Beispiel den Deckel hier aufmachen. Jetzt mit einer Hand ein bisschen blöd. Könnt ihr euren Mixer da rein tun und dann spritzt das halt nicht mehr so richtig krass. So, wisst ihr, was ich meine? Ich finde das mega toll. Ich nehme es direkt zweimal mit. Einmal für mich und meine Mutter. Da hinten haben wir sogar einen mit grauen Deckel. Meine Mom hat mehr grün. Dann nehme ich für meine Mom grün mit und für mich einmal das mit dem grauen Deckel. Dann gucken wir mal hier durch, ob es hier was Schönes gibt. Die finde ich ja wirklich. Oh, ein Roségold. Und gibt es auch noch ein Gold da hinten für 2 Euro. So schön. Aber ich habe da leider keine Verwendung für. Ich schaue ja irgendwie, vielleicht finde ich ja was für Pascal. Auch das ist das, was ich bei T-Docs mehr gekauft habe für 1 Euro. Ja, kostet hier auch immer noch 1 Euro. Oder beziehungsweise kostet noch 1 Euro. Ich habe jetzt so 2 Sachen gefunden. Ich weiß aber nicht, was ich davon halten soll. Zum einen habe ich hier das hier gefunden. Und zwar sind das solche Totenkopf-Shots hier. Schnapsgläser. Oder da oben habe ich halt eine ganze Flasche. Die würde 3 Euro kosten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da. Finde ich halt auch ganz cool, aber ich weiß nicht. Pascal ist da wirklich so schwierig. Ich nehme ihm einfach das hier mit, pack dein Liebeszauber rein und fertig. Nein, das sieht wirklich cool aus. Aber oh Mann, was soll ich dem jetzt holen, Mann? Die sind ja auch ganz cool. Da ist Glitzer drin. Für 6 Euro. Okay, ist nicht gerade wenig, aber sieht cool aus. Hier haben wir so Hologläser. Das finde ich cool. Richtig schön zum Verschenken. Verschenken. Was für ein Wort. Schön. Ich glaube, hier haben wir noch ein anderes. So eins hier. Das finde ich jetzt aber nicht so. Kostet aber auch nur 5. Nur 5. Here's to the good days. Here's to the sorrows. This is a mistake. I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Das hier wäre zum Beispiel auch eine mega, mega, mega süße Idee. Und zwar hier so Süßigkeiten, keine Ahnung. So Marshmallow Edition, keine Ahnung, mit I Love You. Kosten 2,55 Euro. Finde ich ganz süß. Wird er aber nicht essen. Genau wie das hier. Auch richtig niedlich. Ja, es sind auch so Marshmallows, aber. Keine Chance, das wird er nicht essen. Schaut mal, wie schön, Leute. Ich bin jetzt gerade bei Teddy und ich finde das hier richtig, richtig toll fürs Badezimmer. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch noch gar keine Deko. Oder hier zum Beispiel das mit dem Anker. Oder hier so ein Schiff. Finde ich richtig schön. Schiff würde 6 Euro kosten. Richtig, richtig toll. Oder hier sowas hier für 3,55 und der Leuchtturm da oben, da unten. Gefällt mir auch sehr gut. Der kostet allerdings, glaube ich, wie viel? Ich glaube auch 6 Euro. Holy moly guacamole. Sieht das schön aus. Für 3 Euro. Wir haben hier das Ganze in Silber. Und schaut mal, wie schön das in Gold aussieht. Ey, hätte ich das mal gewusst. Oh mein Gott. Um weiten günstiger, als wenn ich nicht gekauft habe. Aber in Silber so schön. Man findet immer die passenden Dinge erst, wenn man soweit alles hat. Wirklich. Immer richtig traurig. Ich glaube, das ist für Seife, was wir da hinten haben. Haben wir solche Taschen und so ein Krams. Nee, ich glaube tatsächlich, hier bräuchte ich jetzt nichts mehr. Meine Lieben, ich hoffe, euch da draußen hat dieses Video gefallen. Ich würde mich sehr über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall, wie immer, hier irgendwo oben das Glöckchen zu aktivieren, sonst verpasst ihr in Zukunft keins meiner Videos mehr. Und wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen, was haben wir heute für einen Tag? Samstag. Tschüss. Tschüss.